Hallo, ich möchte gerne zeigen, wie man den Futterautomat am besten befüllt und wie man die Zeiten richtig wählt. Wir machen es erst einmal auf. So. Und dann schalten wir erstmal ein, indem wir beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Wenn wir jetzt hier hinschauen, dann sieht man, eins ist auf Position 1 ist um 7 Uhr in der Früh, Position 2 ist um 7.10 Uhr, Position 3 ist um 13.30 Uhr und Position 4 um 19.10 Uhr. Jetzt haben wir hier die Position 0 und hier ist auch 0. Also wenn man es hier so drauf legt, ist die Ausgangsstellung. Was jetzt verwirrend ist, dass jetzt hier die Fächer auch mit 1, 2, 3 und 4 bezeichnet sind. Allerdings, wenn man jetzt, egal zu welcher Zeit, hier das Futter befüllt, dann bedeutet das nicht, dass garantiert ist, dass um 7 Uhr morgens, wie hier zu sehen ist, das Futter auch tatsächlich erreichbar sein wird. Wir haben jetzt 16 Uhr etwa und um 16 Uhr, wenn man hier guckt, um 16 Uhr wäre die nächste Zeit nach 16 Uhr, die hier eingestellt ist, ist 19 Uhr und 10 auf 4. Das heißt, um 19 Uhr 10 wird sich der Automat um einfach weiter drehen. Und zwar hierhin. Das heißt, man müsste eigentlich da, wo Position 1 ist, da muss man in diesem Fall das Futter befüllen fürs Abendbrot um 19 Uhr und 10. Genauso geht es weiter auf Fach 2, was hier als Fach 2 gekennzeichnet ist, ist wieder in diesem Fall Nummer 1 um 7 Uhr und um 7.10 Uhr ist dann hier das Fach 3, in diesem Fall das Fach 2. Und am Nachmittag um 13.30 Uhr ist dann das letzte Fach dran. Das ist dann der Fall, wenn wir jetzt um 16 Uhr Nachmittag das befüllen.